Frau Wiebke, was kann man denn noch so mit diesem Rest PVC machen? Man kann eine wunderschöne PVC-Snow daraus machen. Und dann bin ich Miss PVC. Miss PVC 2015. 16 und 17. Ich vergleich nochmal vorher. Seid ihr bereit? Oh mein Gott, Bodengenuss. Tretet ein. Boden. So sieht es dann nachher aus. Tapete muss immer noch. Aber hey, dieses Brett ist mittlerweile weiß. Wir haben die Stuhlbezüge fertig genäht, beziehungsweise Kamil hat sie fertig genäht. Das ist unser Grundstoff gewesen. Darauf haben wir dann diese Applikationen genäht und diese Spitzenborte noch drumherum getackert und dann einfach wieder in den Stuhl eingesetzt. Dasselbe bei diesem hier. Überreste von PVC haben wir auch direkt auf die Fensterbank geklebt. Die war so dunkelsteinig. Jetzt passt sie perfekt zum Boden. Schon mal ein bisschen Dekoscheiß von zu Hause mitgebracht, der jetzt hier sinnlos rumsteht. Der Schrank hat jetzt einen Spiegel. Den hatte Wiebke noch über. Den haben wir mit Balkonbrettern einfach festgeschraubt. Und hinter dem Spiegel, da ist ein bisschen Platz, ist eine Schaumstoffplatte, damit man die Schräubchen nicht so sieht und das ein bisschen kitschiger ist, weil man kann ja nicht genug davon haben. Haben wir da noch die Blümchen dran geklebt. Das hat die Wiebke mal eben so gezimmert. Die Tür sieht jetzt schief aus, weil die noch offen ist. Aber das ist unsere Heizungskonstruktion. Muss noch ein zweites Mal lackiert werden. Dann kann ich hier die Heizung anmachen. Und das sieht dann nicht mehr so panne aus. Ich denke mal, dass wir außenrum wahrscheinlich noch Stuckleisten kleben werden. Was wir heute auch noch machen wollten, war die Fliesen abkleben. Mit Folie. Haben wir gemacht. Sah scheiße aus. Erstens war die Folie nicht deckend, das war dann so ein hellblau. Ich dachte, das könnte zuerst ganz süß aussehen, aber im Endeffekt sah es richtig kacke aus, weil die Fugen dadurch auch alle krumm und schief waren. Und wir werden das jetzt einfach weiß lackieren, beziehungsweise lackieren lassen. Man weiß es noch nicht genau. Der Schrank hängt übrigens auch. Ich hoffe, er wird sehr lange da hängen. Wir haben den jetzt mit 4 Haken befestigt, weil das ein Monstrum ist und die Wände nicht so die besten. Und oh mein Gott, die Kronleuchter hängen auch schon. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und man denkt ja immer so, oh, ich habe nicht so viel geschafft heute. Kacke, dies und das wollten wir noch machen. Aber eigentlich haben wir ganz schön viel geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns und vielen lieben Dank nochmal an alle, die mitgeholfen haben. Es wird so langsam. Morgen noch ein bisschen Wuselei. Samstag, Sonntag und dann sollten wir eigentlich alles fertig haben. Hoffentlich.